So, welcome to Holland. It's a pleasure for me to welcome pilots from Czech Republic, Germany, and of course Austria. Lauter, okay? I will do the briefing in German first, and afterwards repeat it for the small group of English-speaking pilots in English. I hope you agree with that. Hören Sie mich endlich so? Fast besser. Ja? Gut, na dann. Das Gerät, das nehmen wir sehr nicht hin. Gut, also nochmal willkommen. Freut mich, dass wir euch schönes Wetter vorhersagen dürfen. Ich möchte gerne mit dem Wetter beginnen, damit ihr ein bisschen lange Zähne kriegt. Wir haben gerade den aktuellen Wetterpodcast ausgedrückt vom Alpterm. Ich sage voraus, Basen hier in der Nähe vom Wohnwand für bis zu 1800 Meter. Was ganz gut ist, weil wir haben da vorne eine CTR mit 1950, weiter hinten 2500, aber das zeigen wir euch dann noch und erklären euch dann während des Taskbriefings im Detail. Auch gute Thermik wird erwartet, gute Steigwerte. Und wir haben weiter drinnen in den Bergen Phasen bis 2500 Meter. Und die Windvorhersage für hier ist Maximum 7 Knoten Südost. Das ist für die hohe Wand eigentlich gar nichts. Und in den Bergen drinnen sicherlich auch thermisch bedingt, weil vom Flachland angesaugt wird bis zu 13 Knoten. Was für da drinnen an sich auch nicht allzu viel Wind ist. Aktuell haben wir oben am Startplatz ungefähr 8 km/h. Auf der Rax haben wir vorhin gemessen 21 km/h, wobei das dort jetzt um diese Zeit noch nicht allzu viel sagt, weil das eine spezielle Konstellation auf der Rax ist. Gut, aber organisatorische Dinge. Das Competition Office ist hier, Gasthof Postel. Wir werden am Oststartplatz starten, das sind ungefähr 5 Minuten für die langsamen, vielleicht 10 Minuten zu gehen. Wir werden nach dem Briefing uns auch gleich auf den Startplatz begeben. Landeplatz ist im Tal. Wir haben zwar auch hier einen Landeplatz, aber den nehmen wir nicht, weil der ist bei thermisch aktiver Zeit gefährlich. Deswegen landen wir unten auf einem großen Landeplatz, also da ist es völlig problematisch. Wir haben für euch einen Shuttle-Service organisiert, das heißt, wir führen euch dann prompt herauf, also ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr zu spät zu eurem Bier kommt. Wichtig auch, wir sind hier in einem Naturpark und wenn du in den Naturpark hinein willst, musst du eine Eintrittskarte löhnen, das brauchst du aber nicht, wenn ihr als Piloten den Pilotenpass habt. Den habt ihr während der Anmeldung bekommen, den zeigt sie unten vor, meistens der 10-Bus, die winken euch durch, aber wenn jemand privat fährt, bitte den mitnehmen, dann wird euch die Eintrittsgebühr erlassen. Maut müsst ihr leider bezahlen, das haben wir leider nicht geschafft, euch davon zu befreien. Ihr habt bekommen so einen kleinen Zettel, da sind die wesentlichen Telefonnummern drauf. Startleiter macht der Harry Vollmer, wo ist er? Vielleicht an dieser Stelle, alle, die so ein Käppi haben, von unserem Sponsor, Icaro Paragliders, die gehören zum Team. Also wenn Sie Fragen habt, irgendwelche Unterstützung braucht, fragt die Leute, die können euch weiterhelfen. Wir haben die Liegefrequenz 161 zu 75. Jeder, der ein Funkgerät hat, möge sich die bitte einstellen, weil wenn irgendetwas ist, wenn wir zum Beispiel den Task canceln, dann wird das über diese Frequenz durchgesagt. Ihr findet auch die Telefonnummer für den Shuttle Service auf diesem Zettel. Bitte, wenn ihr das Pech habt und nicht ins Ziel kommt, ruft diese Nummer an. Wenn ihr
jetzt nicht unbedingt vor einer Ortstafel steht, also vielleicht irgendwo ein bisschen im Outback, dann gebt oder schickt ein SMS an diese Nummer mit allen GPS-Koordinaten. Das hilft uns, euch rascher zu finden. Bleibt dort. Und bleibt auch dort. Also solltet ihr eine Mitfahrgelegenheit bekommen, dann bitte unbedingt anrufen. Nicht, dass wir dorthin fahren und suchen euch vielleicht noch eine halbe Stunde. Ja. Zum Camping, wie ihr schon gesehen habt, da hinten könnt ihr euch hinstellen mit dem Wohnmobil oder auch mit Zelt. Es gibt hier im Gasthaus gratis WLAN, werden auch die meisten schon festgestellt haben. Und es gibt eine Duschmöglichkeit hier im ersten Stock, bitte fragt sie immer an der Bar. Also alle, die hier campieren, können sich hier auch im Gasthaus Hostel duschen. Kostet 2 Euro. Kostet 2 Euro? Ja. Das wird drinnen sein. Das wird drinnen sein. Gut, okay. Interessant, ja. Ich will noch fragen, ja. Am Abend gibt es dann eine Party, auch hier mit Liveband. Wird so in etwa ab 21 Uhr beginnen. Ihr könnt da vorher essen. Jeder von euch, jeder Pilot sollte so einen Voucher bekommen haben. Dafür ist ein Abendessen frei. Also nicht verlieren. Was haben wir noch? Ja, wir werden jetzt dann anschließend am Startplatz gehen, dann oben ein Task-Setting machen, Task-Briefing. Und Geländeeinweisung, das machen wir dann oben am Startplatz. Was ich hier noch sagen möchte, die Tafel ist jetzt dann auch oben erkenntlich, die haben jetzt nicht mehr da. Wir haben hier eine CTR. Und zwar da, wo wir jetzt stehen, dürfen maximal 1950 Meter fliegen. Oder 6500 Fuß Mean Sea Level. Das geht, wenn man in die Richtung schaut, ist da ungefähr Kilometer ein Hotel direkt auf der Kante. Dort ist auch eine Hochspannungsleitung. Das werden wir dann oben im Task-Briefing euch nochmal sagen. Da muss man, wenn man tief fliegt, aufpassen. Nicht, dass ihr verglüht dort. Und ab dieser Grenze ist dann die nächste CTR, die geht auf 2540 Meter. Also bitte aufpassen. Gut, ja. Was haben wir noch? Aufpassen. Netter haben wir schon gesagt. Wir kommen zu den Komitees. Vorschlag für Competition Jury ist meine Wenigkeit, der Stefan Wirgler und der Thomas Brandlehner. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Stimmen dagegen? Keine? Gut. Das Komitee haben wir auch, den Wirgler Stefan, den Michael Wörle, den Richie Trümmel und meine Wenigkeit. Auch irgendwelche Einwände dagegen? Auch nicht. Das Last but not least Safety Komitee, der Alex Schalber, der Richie Edlinger und der Gerald Gold. Einverstanden? Gut, wunderbar. Gibt es Fragen? Auch keine. Okay, dann würde ich sagen, macht euch auf den Weg zum Startplatz. Und English speaking pilots, please come to me. Thank you.
Kein Moment. Das ist voll entspannt. Dass wir mal da rausfliegen. Ich habe gehört, das sehen Sie sehen. Genau. Da wäre die Idee, dass wir dass man da ist ein Port und da ist ein Port. Das ist doch dann der Startgurt. Ja, das ist wohl gute Platte. Ja, vernünftig aufteilen, dass man nicht alle. Radius an Kilometer. Und dass man da reinfliegt und dann sehen. Ja, die Kirchen ist meistens nicht hier. Die Kirchen ist meistens nicht hier. Wir werden da rausfliegen. Entry, aus. Kein Exit. Warum nicht? Weil es nicht auswirken kann. Gut. Okay, das ist der Schatz. Also, ja, aber das ist ja da drüben, oder? Alle links im Startzylinder. Habe ich im Startbereich einen dann wieder. Es ist ein Race. Start ist in der Luft. Start ist er. Wir drehen alle links, haben wir schon gesagt. Startwindow geben wir noch bekannt. 5 Minuten. Auch wenn die auf euch einreden. Wir fangen. West oder Ost? Startplatz S2 ist hier. 29, das ist so auch der 29er, die 29er Boje mit einem 2000 Meter Radius, ist auch der Startzylinder. Ich zeige es euch da, wir sind hier, Start, 29 ist da draußen mit einem 2 Kilometer Radius, der ist circa hier. Dann haben wir die Boje mit 26. Die ist in der Talmitte da draußen. Also wir fliegen zuerst 29 raus, Startzylinder, dann auf 26, die sind in der Talmitte draußen. Dann haben wir die Kirche. Kirche Mutmannsdorf ist das. Das ist jeder Ort da unten. Dann haben wir 17. 17 ist Waldburgannerhaus darunter. 26, 17. Achtung vom Osten her, Stadt bewaldet. Achtung, Herr vom Osten, Stadt bewaldet. Das ist ein Problemweg. Es wachsen da Bäume. Es wachsen Bäume. Hoch zu fliegen, also nicht zu sehr zu beschleunigen. Also eher jede Höhe mitzunehmen. Ja? Da draußen kann man schnell mal absaugen. Es gibt eine direkte Linie normal auf der Rax und eine Vorberglinie. Und das ist relativ flach da draußen alles. Ja? Es gibt da nicht so wirklich sehr markante, es gibt einige markante Abrisspunkte, aber halt nicht viele. So, dann haben wir 7, das ist 7 ist Gösing, der ist da, also 17, da ist der 7er Gösing, der ist auch relativ markant draußen, auch wieder mit einem 400er Radius. Dann haben wir wieder zurück auf 26, Talmitte, wieder Mutmannsdorf, die Kirche. Auch mit einem 400er Radius, dann haben wir Landeplatz L1, End of Speed Section, ISS. Das heißt, bis dahin gilt die Zeit mit einem 1000 Meter Radius. Und dann müsst ihr noch, also nochmal Landeplatz 1 mit 400 Meter Radius in den Radius mit den 400 Meter reinfliegen. Wir machen nicht Linie heute, nur Radius. Normal haben wir haben immer gesagt, auch Linie überfliegen, haben wir heute nicht. Wir haben nicht wirklich das kontrolliert unten, deswegen haben wir gesagt, Boje, 400 Meter, ist Goal. Die Merchandise-Nummer ist 112 und die Rückhaltnummer HC
alle auf dem, auf eurem Notfall, auf den Telefonnummernzettel hier schon alle umstehen. Aber da steht es noch einmal. Ich rufe im Handschuh da. 12.30 Uhr, Window open. Und Startfenster 45 Minuten, das sollte bei diesem Startplatz reichen. Beginn, Startboje macht auf um 13.15 Uhr. Ab dann dürft ihr in den Zylinder einfliegen. Du kannst bis, kannst auch um 16.30 Uhr einfliegen. Du musst um 17 Uhr sagen, das zu Ende. Ja, genau, wir sind fertig. Runway von 18 bis 19 Uhr haben wir gesagt, weil der Jörg fliegt auch nicht.
Ich bin raus, wie sie alles vorgestellt. Aber die Newcomer sind da drin. Nein, das ist super. Der ist aber auch ein bisschen jung, ist er dann noch, gell? Ja. Ja, sehr jung. Ja. Kann man uns hören? Kann man mich hören? Ja! Es ist gut. Also als allererstes einmal, es freut uns unglaublich, dass wir heute da dabei sein dürfen, weil wir hätten ja voriges Jahr schon bei diesem schönen Event den Abend ein bisschen musikalisch umrahmen dürfen oder sollen. Eigentlich ist nicht zustande gekommen. Umso größer unsere Freude heute. Ich spreche im Namen der Band, wenn ich sage. Der Daniel, der Hansi und ich bin der Peter. Und ja, dadurch, dass wir nicht wissen, wer ihr seid und wir nicht, wer wir, haben wir heute überhaupt keinen Druck. Ja. Ja? Sind wir uns einig und deswegen freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Von der Musik her müssen wir schauen. Wir haben schon Tiroler, haben wir schon gesehen, die wollen natürlich von dem mehr haben und so. Aber man kann da immer drüber reden. Wir werden einmal eine Pause machen, sicher auch. Und dann schauen wir mal, ob wir richtig gegen sein in der Pause. Viel Vergnügen auf jeden Fall. Schön, dass wir uns heute treffen. Und das ganze Organisationskomitee geht mal die X-Tätigen. So, ihr seid einverstanden. Super, tschüss. Na, Spaß beiseite. Die Wetteransage ist gut. Wir haben im Gegensatz zu gestern auf der Rax praktisch keinen Wind. Gestern hatten wir um die Zeit 22 km/h Wind. Heute ist dort oben praktisch kein Wind. Wind spitzen bis 10 km/h. Wir haben in der Höhe einen leichten Wind aus Nordwest. Das ist perfekt. Und gegen Tagesgang soll der Wind eher noch schwächer werden. Fakt wird sein, im Boden haben wir wieder zunehmenden Südostwind, das ist der klassische Talwind, thermisch bedingt. Der mit Beginn so um 11.30 Uhr und wir erwarten eigentlich ganz gutes Flugwetter, obwohl man das ja schon gar nicht sagen traut, gestern haben wir es ja auch gehofft. Wir werden einen relativ kurzen Task machen. Einen Task, wo auch ein paar ins Ziel kommen, hoffentlich, ja, weil sonst haben wir wieder Rückholfiasko. Das wollen wir nicht. Und ich bitte euch um 11 Uhr oben am Startplatz sich einzufinden und dann werden wir euch dann die weitere Vorgehensweise mitteilen. Also bis dann. Ja. Also bitte eine Stunde die Uhr vorrichten, damit ihr euch nicht irgendwie desorientiert. Ja. Yeah, 'cause we are rock stars. Yeah, we know how we do, how we move, and you know you wanna be us. 'Cause we are rock stars.
Cause we are rockstars. Das ist ein Bauchladen, aber hinten. Ja, das ist sicher schon einmal selektiv. Ja, aber wenn es der einzige bist, der schon oben dran, dann ist das normalerweise der Platz. Das weiß ich noch vor 3 Jahren. Wir haben alle einen Hass gehabt. Ja, das ist gefährlich. Ja, ich weiß schon. Das war eine interessante Geschichte, dass wir auf 20 gehen, dann müssen wir zu und wieder da nicht. Dass wir in 5er fliegen. Und dann kannst du nämlich so fliegen, genau. Oder so fliegen. Zum Beispiel, ja. Oder eben so zu und Schuss wieder so, ja. Kürzeren Weg. Genau, 23er, ist interessant. 29er und dann ins Ziel. Ja. War eine Möglichkeit. Ja. Aber dann hast du... Also nein, da wird wieder drauf. Ja, oder fliegen wir wieder im 23er zurück und so. Dann das bleiben wir da ganze Zeit draußen. Das war gut. Wir sind nicht allzu weit weg. Und Sie jeder kann tanken gehen. Ne? Genau, ja. Das macht das interessant. So, da. Cast 2. Wir drehen heute alle rechts. Es wird ein Race. Das hast du aber lange überlegt. Ja, weil ich das nicht gesehen habe. Die Startzeit geben wir noch bekannt. Wir machen jetzt einfach das Briefing und dann können wir dann relativ kurzfristig sagen, in 10-15 Minuten starten wir, weil dann sind wir dann alle schon fertig. Wir haben heute wieder den Start, S2 hier. Dann fliegen wir auf die 29er Boje wie gestern. Das ist der Startzylinder, wieder mit einem 2000 Meter Radius. Dann fliegen wir wie gestern den 26er in der Talmitte mit dem 1000er an, 1000 Meter Radius. Dann kommt der 5er in Oberhöflein, das ist genau der Talentschnitt, wo gestern eine Bastelstelle war. Die Kirche, Oberhöflein. Von der Kirche Oberhöflein nehmen wir den 23er, das ist nach dem Talentschnitt da draußen bei den Vorbergen auf der anderen Seite. Wo die denn jetzt? Geradeaus. Da gegenüber ist die Ruine und links von der Ruine. Aber ist schon am linken Vorberg, gell? Nein, ist eigentlich hier geradeaus da die Richtung. Am ist der Vorberg 23. Draußen. Am Vorberg draußen. Ja. Ist der 23er mit 400 Radius. Der ist schon auf dem Hügel, oder? Ja. Der ist auf dem Hügel, ja. Dann haben wir den 29er wieder. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, wie es halt fliegt. 29 mit 400. Dann haben wir noch einmal. Den 23er, auch mit 400. Dann haben wir den 6er raus. Auch mit 400. Das ist der da unten. Über die Schlüsselstelle drüber, da vor der Platz am Wand. Und dann haben wir Landeplatz wieder mit 1000 Meter End of Speed Section. Und Landeplatz mit 400 Radius. In den Radius müsst ihr rein. Ja, wir haben eine Mindestdistanz, dass der Liga-Wettbewerb ist. Sonst braucht man nichts fliegen. Von der Wetterlage her, ja, wir warten eben noch ab. Wir können es jetzt noch mal nicht sagen. Eigentlich sollte der Wind kommen, es ist noch kein Wind da. Eigentlich muss man sagen, dass der Wind abnehme. Es sollte ein Wind da sein und abnehmen. Und er ist aber nicht da jetzt. Ja. Und er sollte dann weniger werden. Das wartet jetzt auf den, dass er kommt. Nein. Und wenn er abnimmt, dann ist er anpassen. Deswegen haben wir jetzt das Briefing gemacht, dass wir sagen können, okay, wir schauen uns an, dass wir in 10 Minuten dann sagen, wir starten und dann seid ihr alle dann fertig. Super. Also gibt es aber eine Ostkonferenz? Entschuldige.
4 Meter steigen kann ich da in der roten Wand. Okay. Das vorne, Vorderrang okay. Habe ich auch. Wie viel Wind, Martin? Ja. Ostwind. Ostwind. 8 bis 10. Okay. Ja, das sagt er. Also ja. Weniger. Also vielleicht noch ergänzend zum Gelände, warum wir das gemacht haben. Das soll ein bisschen selektiv sein. Bergkopfzettel haben wir gesagt, jetzt gehen wir ein bisschen ins Flachland und es ist taktisch die Option, die Wendepunkte immer von der Wand aus hinaus zu fliegen oder den Weg draußen über die Vorberge zu nehmen. Also das muss jeder für euch taktisch selber entscheiden. Beides ist grundsätzlich möglich und es ist aber sicherlich draußen sehr anspruchsvoll zu fliegen. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall draußen im Bulk zu fliegen. Alleine ist es sicher schwierig. Aber es steht euch frei, das zu fliegen oder draußen. Wir wollten auf jeden Fall vermeiden, dass nur die Ritsch hin und her geheizt wird mit Fullspeed. Ja, da haben ja einige von euch Piloten gesagt, das ist zu gefährlich und das wollten wir vermeiden. Also deswegen die Wahlmöglichkeit, ihr könnt draußen fliegen, innen fliegen. Und trotzdem haben wir eine Distanz, wo wir euch dann auch relativ rasch zurückkriegen, falls wir immer da auf, dass am Abend früh nach Hause kommt. Wann ist es zurück? Nein, das sind die Zeiten. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Thermik entwickelt, wenn wir einen besten Startplatz, Startzeitpunkt haben und das kann tun wir kurzfristig dann. Dann nehmen wir doch jetzt so sehr schnell vor. Ich wünsche euch einen guten Flug, gutes Gelingen und viel Spaß. Fly high and fly safe. Startfenster öffnet um 12.45 Uhr, das ist in einer halben, eine Viertelstunde, dauert eine Stunde. Startboje öffnet vom 29er Radius um 13.30 Uhr. Goal Deadline ist 16.30 Uhr. Das Deadline ist auch 16.30 Uhr. Rückmeldung mit Wortspeck ist ebenfalls 16.30 Uhr. Das ist ein Ekel weg, halbe Stunde. Das ist ein Ekel weg.
Super! Gratuliere! Super! Aber die hängt der Schirm da. Ja, okay, sei so lieb. Die freie dich. Das ist lieb, danke. Du wärst schon am besten Wunsch der Wicht. Ja, nicht gleich der Wicht, ja? Nein, nein. Super, Jungs. Hallo! Du hast noch alles. Super. Uhr um Sekt, ein bisschen besser. Gratuliere. Danke. Das ist geschafft. Jawohl. War mein Timing riesig, weil man denkt, es muss ja rausfliegen, jetzt kommen die ersten ins Ziel. Das muss ich da sein. Gratuliere. Super. Gratuliere. Danke. Geil. Alex. So da sein, ja. Da muss ich gleich kennen. Wobei der ist da tief rein, aber es geht trotzdem. Landesmeisterschaft, Paragliden, da waren 12 Teilnehmer am Start und da möchte ich zuerst einmal das Wort an unseren Präsidenten des Aeroclubs, des niederösterreichischen Aeroclubs, Präsident übergeben. Bitte schön. Danke. Da brauche ich mich gar nicht mehr vorstellen eigentlich. Ich bin seit November 2013 der Präsident von Aeroclub Niederösterreich. Und es ist meine Ehre, einmal da zu kommen. Ich glaube, das war eh noch nicht der Fall, dass überhaupt vom Ehrenfeld gekommen ist, oder? Das stimmt, ja. Okay. Bitte einen Applaus. Ja, nein. Und ich habe das nicht nehmen lassen, da zu kommen. Das hat eigentlich einen zweiten Grund, nämlich auch noch. Oder drei Gründe gibt es eigentlich. Ich selbst bin früher Drachenflieger gewesen und habe natürlich mit Paragliden doch ein bisschen Verbindung. Und über Wolfgang Zach und Zahl und Kosler und Jursa, die kenne ich natürlich auch von anderen Platz mal. Besonders im Walter Erhundert, mit dem ich sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe. Da bin ich natürlich dementsprechend halt immer wieder um Paragliden und Drachenfliegen, dass ich jetzt Verbindung gehabt. Der zweite Grund ist eigentlich der, dass ich natürlich als neuer Präsident ganz gern die Verbindung haben möchte zwischen dem Verband, Verein und den Mitgliedern, weil eigentlich ist es wichtig, damit zu wissen, wer ich bin und umgekehrt genauso, dass ich die Piloten kennenlernen kann. Jetzt höre ich aber schon auf mit den kurzen Einführungen.
und übergebe wieder dir das Wort. Okay. Weil wichtig ist eigentlich Sessions. Genau, die Sieger. Die Sieger. Wir machen das gemeinsam, also ich lese vor und es übergeben. Ja? Also wir fahren Niederösterreichische Landesmeisterschaften, ich lese einfach die Namen vor. 12. ist der Drechsler Jörg geworden, 11. der Schatter Gerhard, 10. der Grüner Sepp. Ihr dürft natürlich gerne applaudieren, das ist ja auch keine Frage. 9. der Andrea Ranninger. Also das ist ja traurig, jetzt haben wir eigens Pokale für die Damen gekauft, wir hätten ein Preisgeld für die Damen gehabt, da kommen nur zwei. Also liebe Leute, vor allem auch im Westen, motiviert eure Mädels zum Fliegen. Traurig in Österreich, ja. 8. der Josef Bestinger. 7. der Christian Groß. 6. der Maurer Karl. Der Gerald Deutsch, 4. der Ritchie, Trümel Lötscherbär, 3. bin ich geworden. Ja, schützen bitte hin, ja. Danke. 2. der Michael Wörle, bitte. 1. Gewonnen hat, wie könnte es auch anders sein, der Wirkler Stefan. Der Siegerfoto, dann nehme ich auch. Stefan, gratulation. Der zweite steht immer rechts. Ich kenne von dir. Newcomer-Klasse. 7 Starter waren am teilgenommen, haben sich gemeldet. Ich lese jetzt schnell vor. Armin Svens, 7. 6. Michael Lechner, 5. Matthias Eberharter, 4. Grüner Sepp, 3. Bascha Yoshi. So, 2. ist der Andreas Stummer. 2x gemeinsam auf der gleichen Wiese gelandet. Ja. Ja, und gewonnen hat der Werner Wenger. Siegerfoto. Bitte. Ja. Da lese ich jetzt bitte nicht alle vor. Ich fange einfach die besten 5. 5. ist geworden der Werner Wenger. 4. Johannes Schantl. 3. der Karel Tutter. 790 Punkte, liegt er nur knapp hinter dem 2. dem Stefan Wirgler. Slowak ist der Gewinner der Sportklasse. Okay, also er repariert sein Zelt. Okay. Dann werden wir das Siegerfoto einfach verschieben und nachrechnen. Ja? So, jetzt kommen wir zu Oberolchers. Einmal mehr haben die Enzos heute gezeigt, in den Tasken, wo der Vater den Host herholt. Heute sind sie nur 6 ins Ziel gekommen, aber ich hoffe, ihr habt zum Spaß gehabt. Ich hatte ein sehr selektiver Task. Wir haben insgesamt 18 Teilnehmer gehabt. Und ich fange wieder mit dem 5. an, das ist der Thomas Dinger.
Wo ist er denn? Der holt, holt noch seinen Schirm. Ja? Hast du ihn schon? Na gut. Der vierte ist der Thomas Brandlener. Bravo. So, jetzt kommen wir zum Siegertreppchen. Dritter ist auf einem Ozon Enzo. Komm mal nicht. Der Gruber Stefan. Bravo. So, altbekannte Gesichter, auch auf dem zweiten Platz, der Eda Christoph. Naja, und wir haben wohl gewonnen. Der Alex Scheiber. Bravo. Siegerfoto. Wir sind zusammen. Zusammen. Kleiner Mann, ganz groß. Okay, danke. Ja, dann müssen wir jetzt noch schnell die Sportklasse Siegerfoto nachholen. Jetzt ist der Norden da. Gratuliere. Congratulations, Norden. Thank you. Okay. Thank you. Dann sage ich danke fürs Kommen und wünsche euch noch eine gute Heimreise. Bis nächstes Jahr. Ciao. Jetzt sind wir in der Zeit, wo wir alle einfach